Und da geht's auch schon weiter. Wir Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Wenn du das sagst. Ziemlich dunkel hier, finde ich. Neue in Art Fein. Kommt denn hier dieser Lichtschein bitte schön her? Wir wissen es nicht. Es ist ja. Ich will einfach nur. Hä? Und weg. Warte mal, wir müssen doch hier raus. Genau, reisen nach Velen. Nach Velen. Aber ich wollte eigentlich erstmal hier hin. Nochmal um die. Wir gehen hier ins Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. So, und was ich gelernt habe ist, dass man mal meditieren sollte. Wie spät ist denn das jetzt eigentlich? Jetzt haben wir es aktuelle Zeit 5:32. 5:32. Dann machen wir da einfach mal ein Stündchen. Und dann sind nämlich unsere Tränke wieder aufgefüllt. So. Und jetzt würde ich aber auch gern nochmal empfohlen Stufe 2. Wir nehmen mal den hier. Da müssen wir in die Richtung. Pferdchen. Und auf geht's. Weiter so. Suchst du Ärger? Suchst du welche aus? Heya! Komm jetzt. Wessen Pferd ist denn das hier? Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Nur daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung,
Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Na klar. Ein glühendes Erz in der Holztruhe. Plätze. Sag mal, du alles Pferd. Langsamer. Gibt's ja wohl nicht. Warte mal. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Komm schon, Plätze! Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Hier gibt's auf jeden Fall. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Da musste ich gerade mal husten. Was mich hier stört, ist, dass ich hier so ein bisschen komm, wir nehmen alles mit hier. Boah. So. Hier gibt's gar nichts bis auf diese reines Silber. Und da hinten ist noch so eine. Ach, hier ist ein Buch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Das Tagebuch. Oh Gott. Also ich möchte jetzt nicht vorlesen mit meiner tauben Lippe, ja. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich mir die Zunge beiße. Deswegen lese ich, überfließe mal ganz kurz. Sonst gibt es hier nichts weiter. Könnten wir mal Licht machen. Nee, sonst gibt es hier nichts weiter. Auch ein Hase.
Hier ist noch ein Kadaver. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Mittagserscheinung. Wie komme ich nochmal ins Bestitarium? Geisteröl oder einem Mondstaub. Okay, wir gucken mal zur Mittagszeit. Wir brauchen ein Geisteröl. Öle. Ein Geisteröl brauchen wir. Arenaria. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Wir suchen erstmal Arenaria. Ist das hier vielleicht Arenaria? Hier vielleicht? Gibt es denn auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, hier... Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich würde gerne wissen, wo ich das hier finden kann. Wir suchen erstmal nach der Pflanze, bevor wir dann sagen, wir treten gegen die Mittagserscheinung an. Wie es ausgeht, wächst hier aber gar nichts. Unten wächst was. Das sieht nicht aus wie Arenaria. Ach, guck mal da an. Oh, da hat sich jemand erhängt. Angel und Fischernetz haben wir schon. Temerischer Dolch. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Wo ist euch? Ah, hier. Jetzt habe ich die wieder drin. Okay. Na.
schon gut aus, oder? Aber wir brauchen immer noch das Kraut. Hier wächst auf jeden Fall noch was. Nee, die brauchen wir auch nicht. Der Wind heult. Dings, Biberich. Willkommen am Arsch der Welt. Hallo. Pass auf, wir machen folgendermaßen. Wir gehen jetzt einfach zum Kräuterhändler, der ja wo war. Hier war sie. Plötze, mein liebes Pferd. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh, springen kann das nicht, schade. Der alte Kräuterhändler. Boah, ziehen aber wirklich dunkle Wolken auf. Da ist sie doch schon. Entschuldigung. Jetzt. Nee, die brauchen wir auch nicht. Hallo. Sieht aus, als wäre sie gesund geworden, die andere. Ja? Wo ist Lena? Ist was passiert? Sie hatte sich erholt. Dann kam Nilfgaarda und brachten sie weg. Nilfgaarda? Wieso? Was wollten die von ihr? Keine Ahnung. Sie erklären sich nicht. Das haben sie noch nie gemacht. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ich brauche Arrhenia, genau. Zwar 5 Stück. Danke. Leb wohl. Ach Gott, mal stopp mal. Können wir da nicht? Nee. Alchemie, wir brauchen jetzt den. Das Geisteröl. Geisteröl ist das denn? Ach guck mal, wir hatten sogar schon eine Arrhenia im Petto. Die Frage ist nur, wo ist das jetzt? Monsterblut, Hundetalg, nein. Giftextrakt, Alkohol, nein. Auch nicht. Und hier sieht's auch nicht danach aus. Wo soll denn das sein? Ach, hier doch. Packen wir das doch mal. Ach, komm, das packen wir vorher rein, oder?
Das da können wir uns auch nicht hinpacken. Gut, adieu.